Wald, Leutkirch. Ausstieg auf der rechten Seite.
Sehr geehrte Fahrgäste, für Sie zur Information. Wir verlassen jetzt Leutkirch mit einer Verspätung von knapp 23 Minuten. Grund hierfür war der verspätete Euro-City-Express aus München, welcher durch die eingleisige Strecke mit uns in Herrgott kreuzen musste. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine angenehme Fahrt. Nächster Halt, Eichstätt. Ausstieg auf der linken Seite.
Flughafen Eicker. Ausstieg auf der rechten Seite. Nächster Halt, Tannheim. Ausstieg auf der rechten Seite.
Gäste, die Weiterfahrt unseres Zuges verzögert sich mal wieder um einige Minuten. Grund hierfür ist das vor uns liegende rote Signal aktuell. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, aber das Fahrzeugmäßig nimmt sich das nicht. Nicht bei mir mit elektrischen Schuss. Aber ich muss jetzt einfach eine Ansage machen, die Fahrt hat alles gut, gell? Nächster Halt, Memmingen. Next Stop, Memmingen. Dieser Zug endet dort. Alles Gute und auf Wiedersehen bei Go Ahead Bayern. Ausstieg auf der linken Seite. Werte Fahrgäste, wie Sie soeben gehört haben, erreichen wir jetzt Gott sei Dank endlich unseren Ziel- und Endbahnhof Memmingen. Mit einer Verspätung von knapp 23 bzw. 24 Minuten. Und hierfür war die Zugkreuzung in Hergatz mit dem verspäteten Eurocity-Express aus München. In Memmingen bestehen jetzt Umsteigemöglichkeiten an Eurocity-Express 99 nach München am Bahnhof über Buchloe. Plan ist knapp vor 12:01, heute 12:21, Gleis 1. Sowie an der E96 nach München um 13 Uhr. Dieser Zug hält nur den Mittelland-Türkheim-Buchloe, München-Fahring um 13 Uhr von Gleis 1. An der E75 nach Oberstdorf ebenfalls um 13 Uhr über Kempten, Mittelstadt von Gleis 3. Und an der E75 nach Ulm Hauptbahnhof um 13:04 Uhr über Illertissen von Gleis 4. Wir verabschieden uns jetzt von den Fahrgästen, wünschen Ihnen ein sonniges Wochenende und bleiben Sie gesund. Vergessen Sie bitte keine persönlichen Gegenstände an Ihrem Platz. Vielen Dank, auf Wiedersehen und Servus. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links.